Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, oh, like I'm Balotelli. Ooh, oh, why always me? Ooh, oh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ooh, oh, tryna call you telly. Hi. Was geht denn? Nächster Stadionvlog, Freunde. Mal ganz anderes Intro. Auf jeden Fall, Freunde, Stadionvlog Paris gegen Leipzig. Ich habe die Karten von Henrys Ehrenmann. Wenn du das hörst, ich habe ungefähr seit 2 Stunden nichts mehr von dir gehört. Seit 3 vielleicht. Oder seit 4, ich weiß gar nicht. Heute. Gestern Abend haben wir zuletzt geschrieben. Ich habe meine Karte noch nicht. Ich fahre jetzt einfach nach Leipzig. Und ja, er meinte, er meldet sich eigentlich bei mir und schickt mir dann die Karten. Ich habe sie aber immer noch nicht. Es könnte ein Trojaner sein. Wir fahren dahin, Freunde, und gucken uns das Ganze an. Leider spielt Messi nicht, Freunde. Ich dachte, es wäre das erste Mal, dass ich Messi live spielen sehe. Ist es aber nicht der Fall. Neymar und Mbappé sind trotzdem da. Lasst ein Like auf das Video da, Freunde. Stadionvlogs kommen immer super an. 30.000 Likes ist das Ziel. Und ja, Freunde, ich nehme euch jetzt mit. Wir fahren mit Ben zum ersten Mal so eine Strecke. Diese Hausschuhe, Freunde, sind der Wahnsinn übrigens. Und ich habe für Umut Dürüm geholt. Ich habe 3 Stück. Vielleicht gibt es da noch welche, die den essen. Das tut mir immer so weh, wenn ich höre, oh, das ist der beste Döner und das ist der beste Döner. Und das ist übrigens das beste Wasser, wollte ich mal so gesagt haben. Weil ich nicht will, dass mein ganzes Auto nach Döner riecht, habe ich die jetzt in so einen Schuhkarton reingemacht, weil ich keine Frischhalte-Tupperdosen habe. So sehen wir übrigens heute aus. Das haben wir an. Die Hose, Freunde, das wird so oft gefragt, ist von Elevate. Die kommt an meinem Geburtstag, 10.12. Übrigens, wenn meine Haare so aus, wenn ich lange nicht mehr Friseur bin, ich versuche eine neue Frisur, Freunde. Meine Haare bleiben vorne lang, aber ich will an den Seiten, die Länge haben, ja, dann darunter 0. Versteht ihr? Perfekt. So, Ben, das wird dein erstes Mal. Du brauchst nicht nervös sein. Wichtig ist es verhüten. Das ist das erste Mal, dass der Mann so viele Kilometer am Stück fährt. Das interessiert eh niemanden. Perfekt, wir sehen uns nachher oder während der Fahrt ab und zu mal. Hi, ich bin's wieder. Ich hab meine Nackenkissen vergessen. Das ist natürlich eine unangenehme Situation. Hi, Freunde. Egal, ist da. Erstens habe ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet, weil Handy weg am Steuer. Geht um euer Leben, Freunde, ich mein's ernst. Ich habe nicht einmal auf mein Handy geguckt. Ich bin jetzt hier, aber ich bin nicht im Stadion, sondern ich bin bei Benny zu Hause. Der hat sich nach Hause eingeladen, da soll ich die Karten abholen, weil man kann dort nicht parken. Das ist ja voll. Und ich fahre dann mit der Familie von Benny mit einem Auto dorthin, weil da gibt's ein Ticket, da kannst du halt da parken, logischerweise. Dann treffe ich mich da mit Umut und mit Wiska Barca. Ich habe Wiska Barca so Karten geklärt, dass er bei uns sitzen kann. Ich gebe Umut seinen Döner und dann laufe ich da ein bisschen durch die Gegend. Oh, warte mal. Ups. Enten sind hier auch irgendwo in Leipzig, Freunde. Leroy ist auch da, glaube ich. Mal gucken. Ich gehe da jetzt rein. So, Freunde, ich bin jetzt hier bei dem Mann in der Wohnung. Guckt euch das Falschgeld an. Das Falschgeld ist auch hier. Der schnurrt sich immer überall rein. Auch beim Illegaler-Cup über Sydney. Das ist der Bruder von Leroy. Ist auf jeden Fall keine Maschine. Guck mal hier, Gaming-Setup. Du bist der beste, Benny, wenn du das siehst. Soll ich mal sein ganzes Team abstoßen? Besseres Setup als ich? Ein Stream-Deck und so. Was ist das? Was ist das für ein krasser PC? Kicker in sein Zimmer. Ich glaube, ich stoße hier wirklich mal ein bisschen was ab. Ich filme gleich mal so ein bisschen die Wohnung, aber nicht ganz so viel, ne? Digga, wo bin ich hier gelandet, Freunde? Guckt euch den mal an. Das ist wirklich ein besseres Setup als ich. Sogar mit Overlay und so. Food Champions, hat er schon gespielt? Nee. Hast du es versucht, hä? Übrige Sache noch 2. Also ein paar Mal hast du gejoked, habe ich alles auf dem Schirm. Ist aber nicht schlimm. Zeig mir dein Team. Ja, brauchst du dich aber auch nicht wundern, Großer. Brauchst du dich auch nicht wundern. Und du spielst dich nicht mal selber hier, nicht mal im Kader. Mach dich doch rein. Hier, Mbabu, wer bist du denn? So, jetzt sieht's hier wenigstens mal nach was aus, Freunde. Hier, Sommer, was denn? Kannst du machen, die Innenverteidigung? Kein Problem. Mit John, Karim geholt, Timo Werner spielt, da Gaia Bibi. Wir machen hier jetzt auch einfach mal einen Pack auf, was denn? Machen wir mal auf, hä? Zimmer, hier, Sportser, Berg da. Mach keinen Unterschied. Die erkennen, wer am Controller ist. Die erkennen, wer am Controller ist, Jet. Zweites Pack. Zeig's mir, 400 Points. Ich kannte das Pack nicht mal. Aber da kann ja kein absolutes Brett jetzt hinter sein, ne? Nö, was ist das? Kostet. So, Freunde, ich habe gefragt, ich darf sogar ein bisschen filmen von seiner Wohnung. Also, hier kommt so eine Mini-Wohnungstour. Hier kommt man rein, dann ist man in seinem Flur. Hier sind dann seine Trikots. Erstes Länderspiel, Leverkusen, Monaco und jetzt Leipzig. Dann geht's hier rechts rum. Das wird jetzt ganz schnell nur, ne? Ganz schnell. Dann kommt hier eine Dusche, ein Bad halt, soll ich euch erzählen. Hier ist dann ein Gästezimmer. Ja. Ein geiles Gästezimmer. Da kommt hier sein Schlafzimmer oder Streamingzimmer, ich weiß nicht ganz genau. Schlaf-Streamingzimmer. Ehrlich gut, mit Streamdeck sogar. Und hier ist ein Kickertisch. Und hier ist ein Bett. Guckt es euch an, er hat den auch. Da ist ein Staubsauger, Freunde. Das ist unglaublich, dieses Teil. Dann kommt hier das Wohnzimmer. Ah ne, hier kommt noch ein Gästeklo. Und dann kommt hier das Wohnzimmer. Ein dickes Wohnzimmer. Ach, hier ist noch ein Balkon, aber zeige ich euch mal nicht. Hier ist dann, ja,
die Küche von dem Mann. Coole Küche mit so einer Insel, die wollte ich auch mal haben. Und die sind ja auch am Film. Für Leroy. Was ist das jetzt hier? Das ist Bennys persönlicher Raum hier. Da Badezimmer, alles zusammen. Ach so, und das da vorne? Das vorne war ein Gästezimmer. Da sind beides nur Gästezimmer. Ach so, jetzt, ach so, ach so, ach so. Hier ist jetzt so sein Schlafzimmer. Das ist sein Schlafzimmer, genau. Ah, okay. So ein Boxspringbett, Freunde. Super Boxspringbett. Ein Fernseher, Couch, sogar eine Regendusche. Die Duschen sind auch voll geil mit den Fliesen hier. Das ist eigentlich auch direkt mit dem Boden hier alles. Hier ist ein Bad, Badewanne. Weißt du, wie groß die ist? 250 Quadratmeter. 250 Quadratmeter? Ja, Freunde, Leipzig-Profi, was soll ich erzählen? Der spielt gleich gegen Neymar und MVP. So kleine Mini-Room-Tour, Freunde. Kann ins Video ganz kurz. Und wir sind hier gerade im Auto. Und hier ist der Paris-Bus, ne? Sieht man das? Hier ist einfach der Paris-Bus. Wir kriegen gerade eine super Eskorte. Wir sind auf dem Weg dahin. Hä, da sind die aber auch voll spät dran, oder? Neymar, ein bisschen schneller da die Schürzen anziehen. Wir sind vor 1:10 losgefahren. Kein Joke. Und wir kommen hier nicht voran, weil die hier nichts geschissen bekommen. Ich weiß selber nicht mal ganz genau, woran es liegt. Es passen 42.000 ins Stadion. Es kommen auch 42.000. Aber es ist voll dumm. Selbst die Profis sind nicht vernünftig durchgekommen. Die mussten auch eskortiert werden, weil die hier so eine dumme Scheiße gemacht haben. In 1 Stunde geht das Spiel los. Leute, die steigen jetzt aus. Jetzt und machen da jetzt irgendwelche Dirigationen. Jetzt, jetzt ist es wild. Jetzt einfach zugucken und hier zurücklehnen. Popcorn. 2,40 Meter. Und der Freund von Bernie sieht aus, als wäre der weiß ich nicht. Da machst du keinen Stress, ehrlich. Jetzt fahren wir vorbei und die sollen uns jetzt kurz einfach vorbeilassen. Hier, das ist Bella, wir sind da, ne? Der macht das. Dirigier uns mal rein. Wir würden ja rechts gehen. Der muss uns vorbeilassen. Nee, es wird rechts, also geradeaus rechts wäre es für uns, ja? Ihr seid die Könige, ihr seid die besten Männer. Ihr seid die besten. So, Freunde, wir sind jetzt da. Ich laufe wie Feinschkörn die ganze Zeit mit Döner durch die Gegend. 3 Stück. Nein. So, Freunde, jetzt sind wir hier drin. Das sieht ja super aus hier. Ehrlich, ne, ihr seid die besten. Hier kann man dann, glaube ich, auch so raus. Dann bist du hier. Cool. Cool, 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 cool. Komm, wir gehen drauf. Was ist denn der da? Ich will mit anders reden. Ich sag zu Eli, komm. Er sagt no. Ich sag wie no. Er sagt no, I go away. Dann no! Hey, Colin, can't talk with me, man. Freunde, das Problem ist, ich bin Ebene 5, Family and Friends. Und er ist irgendeine andere Ebene. Wir kommen nicht rein, wir müssen das jetzt dribbeln. Leute, wir haben hier schon wieder ganz viele Arbeit. Ich finde es immer wieder häufig, wie viele Jürgenwürger hier bei sind. Das ist der Wahnsinn. Umut holt mich jetzt ab. Wir dribbeln das irgendwie, dass ich in seine Ebene komme. Vorhin hat so eine Auge gemacht, da ging es nicht. Jetzt holt mich irgendwie seinen Chef ab. Leute, ich habe gerade anders getroffen. Er hat hier geklärt. Und er auch. Sehr sympathisch. Ja. Guck mal da! Guck mal da! Guck mal da! Er sieht mich nicht. Ja. Anton! Muss ich mal machen. Ich hab einfach 2 Plätze. Freunde, ich hab so... Digga. Benny, wenn du das siehst, du bist ja ein Ehremann. Guck mal hier. Das geht fast gar nicht früher. Also weiter näher dran hier so. Perfekt. Hier sieht sich cool. Aber ich hab die anderen verloren, um ehrlich zu sein. Cool, cool, cool. Wo haben wir Neymar? Mbappé. Neymar, Mbappé, Messi. Oh, ist nicht da. Kein Problem. Kein Problem. Wenn du cool bist, mach in die Luft und in die Mitte tippen. Wenn du eine coole Socke bist. Das ist eine rote Karte! Überstampeln muss er nach links. Ja. Naja, wegen Gianluigi.
Gianluigi, guck mal, das Baby fährt, das kannst du nicht erklären. Und der rutscht durch. Der rutscht durch. Paris ist voll mit einer Käse. Super Junge. Leider echt kein Abseits. Und hier sind, ich bin jetzt Halbzeit. Und bis jetzt Statement zum Spiel? Statement zum Spiel. Seid unverdient für PSG. Ja, das ist okay. Statement. Ist okay. Statement, was ist da drin? Was ist denn da drin? Apfelschorle, hä? Apfelschorle, Apfelschorle. Wen findest du cooler? Mich oder ihn? Sag ehrlich. Ich bin nicht sauer. Beide. Nein. Das ist fake. Er ist auch nie in meinem Stream. Wer ist cooler, Timo oder ich? Ja. Timon ist schon ganz hell. Ja, ist schon, aber ist auch. Stimmt. Ich muss jetzt was sagen. Elli Geller. Alle meine Freunde. Die Nacken sind echt scheiße. Nein. Geht er nicht ran? Geht nicht ran. Das ist Quatsch. Der mag dich nicht mal. Er mag auch nicht. Der mag dich ehrlich. Konkurrenzkampf für Großbadschäfer. Aber doch. Ich kann mal so aussehen. Ey, mein Headset geht nicht. Hallo. Wie geht's bei dir? Nein, zufällig getroffen. Nächste Woche. Nächsten Monat komme ich vorbei und dann gibt's eine Packung. In Fortnite und in jeglichen anderen Spielen und Fußball-Challenge. Wie siehst du überhaupt aus? Was ist mit dir? Was ist denn das? Ich will nur noch Formel 1 Team und Oh!
Kerl ist so eine super Nudel. Nee. Und du musst schnell machen. Schieß, die Stürme. Oh, Fischer, die Schüsse. Stochen. Schieß, Fischer. Du hast es durchgegeben. Ben Hendes kommt jetzt rein. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Wir haben es 1 zu 1. Wo ist der Mann? Also. Ich brauche zwei Buletten. Hey, wie kann man so schnell sein? Das ist... Oh nein. Nee. Der Mann kommt rein, Freunde. Rechte Kante, glaube ich. Auf die zweiten Bälle. Zwischen den Räumen stehen. Und da musst du lauern. Du musst lauern, Ben Jalle. Ja, gib dir nochmal ein paar Anweisungen von mir. Zack. Benji, zack. Zeig dir mal, dass du Konrad Reimer. Und wir begrüßen den neuen Spiel. Mitarbeiter Nummer 39, Benjamin Hendrix. Super Aktion, alles. Guck mal, die Mauer zwiebeln. Zwiebeln. Das Zwiebeln drüber. Nee. Jetzt wieder alles diskutiert. Das Meter-Situation, ja, nein. Hey, Arschloch, lass die Hände weg. Was ist los? Was ist los, Gianluigi? Bleib doch in der Kette. Was ist hier los, Peter? Peter da vorne. Peter, du hast da vorne nichts zu tun. Oh! Peter! Hey, Peter, beruhigt die Situation. Peter, beruhigt dich, alle. Ich sehe das von hier, dass das ein Elfer war. Ich sehe das von hier. Yes! Elfer! Ja, siehst du, Peter, da alles drin. Gianluigi, guck die Klöte aus der Wäsche. Wer hat die Klöten? Er hat die Klöten. Digga, ich verstehe Paris nicht. Es ist jetzt eine Minute her, dass Elfer entschieden wurde. Die quatschen da immer so viel rum, nur am Quatschen, alle. Hey, Neymar, was gibt's denn? Was gibt's denn da zu diskutieren? Ja, was denn? Wie mir ist nur. Counter-Strike-Team ist scheiße, Digga. Er schießt mal Counter-Strike. Ist der rum. Den schaust du dich nicht, Digga. Hast du den verspielt jetzt? Zeig's mir. Du bist ein ganz großer. Ich hab gegen den Tischtennis gewonnen, ne? Pencho. Nightcam. Vor 3 Jahren gegen den Tischtennis eingespielt. 11-2 oder so. Kindergarten, ehrlich. Kindergarten. Paris Saint-Germain, immer Kindergarten. Was machen die denn die ganze Zeit? Was ist das? Geld? Ja, immer Kindergarten, ehrlich. Immer dieses Rumdiskutieren. Das ist so schlimm bei denen immer. Zu Ende das Ding? 2-2. 2-2, zu Ende. 2-2. Super schmeißen, Digga. Mitten im Spiel. Digga, die hassen mit alles und krass. Wie war Statement zum Spiel? Großartig Spiel, 2-2, legendär. Der wirklich. Hat einen Tee, Freunde. Der hat einen Tee, ich sag's euch. So, Statement zum Spiel, Freunde. Super. RB, super gespielt. Paris auch gut.
2-2 ist gut, was passiert. Jürgen Bürger in Leipzig. Ich habe so viel Elevate heute gesehen. Ist der Wahnsinn. Ich glaube, die ganze Zeit. Aber ich bin euch sehr dankbar. Vielleicht kommt noch Benni. Wir reden noch ein bisschen und ja. Hast du den die ganze Zeit mit? Die ganze Zeit? Das ist immer noch ein Ding. Anton hat einen halben gegessen. Ich pende hier die ganze Zeit durch, Freunde. Ich habe mich durchgedrabbelt mit dem Ding. Ich will anders auf Video haben. Leute, ich habe den Mann getroffen. You are the best. You, no, you are the best. Who is the best? What? No. You are the best. You have the most Edigella Cups. Only luck. No. Freunde, ich hab mit dem Mann hier ein bisschen geredet. Er versteht mich jetzt nicht. Er ist wirklich sehr sympathisch. Hört auf damit. Good guy. Very good guy. Ich hab den Mann hinter der Kamera kennengelernt. Hört auf damit. Super Typ, ehrlich. Er ist ein Knecht. Ihn könnt ihr helfen. Was, ey? Mach mal auf. What is he? Good guy. No, say that. Yes? Yes. What is your mother? Ehrenfrau. Freunde, das ist der Grund zum 2-2. Kommt rein und hat geklärt. Wer ist Neymar? Wer ist Mbappé? Siehst du? Ja, alles gut. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen, Freunde. Freunde, wir haben die Freunde von Timo getroffen. Sag das, was du gerade gesagt hast. Ja, du bist ein Supporter, aber du schreibst ihm was im Chat. Aber warte mal, wenn du nach London kommst, okay, ja, musst du einfach deinen scheiß Nackenkissen hier mitbringen. Okay. Ey, die sind nicht scheiße. Ja, die sind gut. Die sind super. Freunde, check den aus, so sympathisch. Und ich stell ihn sein Streamingzimmer ein. Er macht sich ein Zockerzimmer, ne? Ist Kai gut? Kai? Kann er was? Alles gut. Freunde, hier nochmal. Nach dem Stadion, ihr wisst es selber, hätte ich mir mein Kreuzband nicht gerissen, wäre ich heute hier gewesen. Hat noch mein Neymar und Mbappé Glück gehabt, ne? Seit meiner Champions League Luft. Hier war Neymar vorhin, ne? Kannst froh sein, dass du nicht mit mir in Zweikampf musst. Wenn so ein dreckiger Sechser, wie cool das aussieht, wenn man hier so drauf ist. Das sieht echt cool, also ich weiß nicht, wie es im Video rüberkommt, aber wenn man hier so steht, ist es nochmal ein bisschen anders. Hier saßen wir, da, und hier bin ich jetzt drauf. Wir sind jetzt hier, Freunde, nochmal in Stadion-Tour. Hier sind die Kabinen, UEFA Champions League. Zimmer her. Cool. Aber ich weiß nicht wo. Presse. Home Dressing Room. No. Ach, und hier kann man dann auch direkt Mannschaftssanitär. Boah, da frag mich nicht. Hier gibt es ein bisschen Hühnchen, ein paar Nudeln. Pizza, Brownies. Und hier ist Heimkabine 1. Zeig mal her. Hier sind sie. 2-2. Punktprämie. Alles gut, Champions League. Punktprämie Champions League kann man sich wahrscheinlich nicht beschweren hier. Heimkabine 2. Ach, es gibt zwei wegen. Hier wird man durchgeknetet. So, hier kommen sie dann raus. Und hier ist dann der Tunnel. Hier ist der Tunnel. Cooler Tunnel. Hier standen sie vorhin. Und dann kommst du hier raus. Aber wohin läuft man? Ach so, dann ist es wahrscheinlich hier offen. Zack. Die Bänke. Ja, nice. Und dann kommst du hier auf die Bank. Ach, Freunde, für ein paar Millionen würde ich mich hier auch hinsetzen. Wo ist das Problem? Hey, Eli, hat nicht gereicht für die Startelf. Ist nicht schlimm. Setz ich mich, guck mal hier. Setz ich mich genau hier hin. Gar kein Problem. Setz ich mich hier so hin. Ja, hier. Gut, klatsch ich bei Toren. Mach mal. Oh, schade bei einem Gegentor. 90 Minuten nicht gespielt. Denke ich mir, na gut, fahr ich nach Hause. Alles kein Problem. Also, das ist eine offizielle Anfrage auch an Leipzig. Ich kann. Rechtsverteidiger Backup. Hab auch kein Problem damit, Flaschen aufzufüllen, Stullen zu schmieren. Ich mach das. Ich brauche keine Spielzeit. Ich mach das hier gerne umsonst. Nicht umsonst. Also ihr wisst, was meine Bedingungen sind. Ich bin einfach gut fürs Team. Ich erinnere bei WhatsApp immer, nicht vergessen, dann und dann ist Treffpunkt. Ich hole vielleicht ein paar Spiele ab, gründe Fahrgemeinschaften. Ich mach das alles. Ich bin Mehrwert für den Verein. Wir schreiben 1.19 Uhr. Ich fahre jetzt nach Hause. Handy weg am Steuer. Ich melde mich, wenn ich zu Hause bin und sag dann nochmal ein bisschen was. So,
Freunde, Eddie Gedda ist zu Hause. Ich habe gar nicht so lange gebraucht, 90 Minuten oder so. Ben hat es da gut organisiert bekommen. Es ist 3.30 Uhr, Freunde, und ich werde schon wieder emotional. Ich habe mir jetzt mal überlegt, was so die letzten Wochen und Tage, übrigens gucke ich hier gerade eine Universum-Doku, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, das ist so unreal, finde ich. So wirklich jetzt, Real Talk, Kuss geht raus an alle, die mich unterstützen. Nur wegen euch kann ich sowas machen. Ich weiß, dass es sonst nicht funktionieren würde. Und auch, dass ich so auf Backstage gehen kann und dass die Fußballprofis so locker zu mir sind. Ich finde das wirklich lustig und cool, dass das alles so, ich glaube, ich kann das ganz gut rüberbringen in den Videos, dass das so alles auch nur Menschen sind und sogar richtig entspannt und dass die dann meine Streams gucken und mich verfolgen und du das dann von anderen auch hörst. Das ist so ein geiles Gefühl, Freunde. Übrigens habe ich mir was bei McDonald's gerade geholt um 3 Uhr. Perfekt. Also ich wollte mich nochmal bedanken. War, denke ich, ein sehr cooler Stream. Ich wollte jetzt generell so alle 2 Wochen ungefähr einen Stadionvlog machen, weil das wirklich mir extrem viel Spaß macht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit dem Stream. Auch danke an alle, die mich da supportet haben. Ich habe versucht, mit so vielen wie möglich Bildern zu machen. Mit ein paar ging es dann leider nicht. Aber es war so voll wieder. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst wirklich ein Like da, das supportet, damit supportet ihr mich. Lasst ein Abo da, damit supportet ihr mich auch. Bald haben wir die 650.000 Abonnenten und könnt auch gerne mal mein Instagram abchecken. Da bin ich eigentlich mit am aktivsten. Kuss geht raus, Freunde. Vielen Dank für den Support, ehrlich. Ich fange hier gleich an zu weinen.